Ja, am Anfang von dem, was ich Ihnen erzählen möchte, steht eine Frage, und zwar eine journalistische Frage, nämlich, wo ist was faul im deutschen Gesundheitssystem? Diese Frage ist das Thema des Journalisten Volker Stollorts. Volker Stollorts ist freier Wissenschaftsjournalist und war als solcher HIZ Journalist in Residence 2012 am HIZ. Der Journalist in Residence hat die Möglichkeit, ein Thema von seinem Interesse über ein Vierteljahr ungefähr zu bearbeiten. Und das halt in der Umgebung eines Forschungsinstituts. Und als er bei uns war, sind wir damals ins Gespräch gekommen. Und sein Problem war, dass wenn man jetzt sich die Daten anschaut, die zum Beispiel das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt, über Diagnosen und über Behandlungen, dass es jetzt nicht unbedingt das Übersichtlichste ist, was wir uns wünschen möchten. Es gibt verschiedene Aufbereitungsformen. Sie alle haben gemeinsam, es sind Tabellen. Und Tabellen sind am Ende, wenn es sich um sehr viele Daten handelt, nicht besonders intuitiv. Sie müssen diese Tabellen irgendwie zusammenfassen in irgendwas Greifbares, in irgendwelche, ja, in Dinge, mit denen Sie was anfangen können. Sie wollen Zahlen transformieren in ein Bauchgefühl, in eine journalistische Idee, die Sie dann über eine längere Zeit verfolgen. Mit gängigen Werkzeugen kann man diese Zahlen aufbereiten. Sie können alle nach Hause gehen, sich diese Daten beim Statistischen Bundesamt bestellen und dann Excel oder ähnliche Werkzeuge darauf loslassen. Aber wenn Sie das tun, dann werden Sie mit gängigen Werkzeugen Minuten, Stunden oder teilweise auch Tage benötigen. Und Sie haben ein bisschen das Problem, dass aus einer kleinen Frage ein großer Aufwand werden kann. Und das ist der Punkt, wo wir die Szene betreten mit einem Werkzeug, das haben wir Operations Explorer genannt, wo man eine schöne Karte sieht. Man sieht Diagnosecodes, also man kann nach Krankheiten suchen. Man sieht die Eigenschaften der Patienten, zum Beispiel das Alter, wo sie wohnen, ob sie männlich oder weiblich sind. Man sieht die Wohnkreise der Patienten, also nicht der Ort des Krankenhauses, sondern die Wohnkreise der Patienten. Und Häufigkeiten werden durch Häufigkeiten von Diagnosen werden durch Farben dargestellt. Damit kann ich natürlich sehr viel schneller sehen, welche Muster, welche interessanten Verteilungen ich innerhalb von Deutschland habe in Bezug auf gewisse Krankheiten. Zusätzlich kann ich die Informationen auch als Zahl sehen, aber das Wesentliche ist eigentlich die Karte, wo man ein Gefühl bekommt. Technisch gesehen ist der Operations Explorer eine Webanwendung. Für die Leute, die es interessiert oder die aus dem Gebiet kommen, also das Ganze, es gibt ein Framework, das kann man kostenlos im Web bekommen, das heißt Rails, und ein weiteres, das heißt AngularJS. Auf Basis dieser Framework kann man so etwas bauen. Wichtig war uns eine Anfragebearbeitung von weniger als einer Sekunde. Also ich stelle eine Anfrage, ich bekomme die Karte innerhalb von weniger als einer Sekunde. Und habe dann eine interaktive Karte, über die ich rüberfahren kann, wo ich verschiedene Informationen bekomme, je nachdem, wo der Mauszeiger steht. Und das ist gemacht mit sogenannter skalierbarer Vektorgrafik. Sie haben bestimmt Dateien in SVG auf Ihrem Rechner, wissen es aber nicht. Also das ist wirklich ein Format, das häufig benutzt wird. Das heißt, wir brechen die Sache runter auf Sachen, die eigentlich jeder auf seinem Rechner hat. Und der Rest der Mischung ist HTML5 und ECMAScript. Hat auch jeder auf seinem Rechner. Wenn Sie Ihren Browser starten, dann haben Sie das alles schon. Wo ist da jetzt die Mathematik? Die Mathematik ist überall. Sie haben Programmiersprachen. Programmiersprachen sind aus mathematischer Sicht formale Sprachen. Ich brauche ein Programm, das diese
Programmiersprache versteht und umsetzt für den Computer. Dieses Programm ist entweder ein sogenannter Compiler oder ein sogenannter Interpreter und der benutzt sehr intensiv mathematische Resultate. Sehr wichtig bei jeder Programmiersprache ist die Abstraktion von Dingen in Funktionen. Das heißt also, anstatt alle Schritte immer wieder hinzuschreiben, gibt es Funktionen, die viele Schritte zusammenfassen. Auch da ist Mathe. Was man als Informatiker wahrscheinlich am häufigsten braucht, ist ein grobes Wissen über Komplexitätstheorie. Das heißt, auf gewisse Probleme draufschauen zu können und schnell überschlagsmäßig ausrechnen zu können, braucht es eine Sekunde oder einen Tag. Sowas kann man lernen und auch wieder stützt man sich sehr intensiv ab auf mathematische Resultate. Was ich Ihnen ein bisschen mehr erklären möchte heute, ist dieser Rollover. Das heißt, ich fahre mit der Maus über etwas drüber und es wird erkannt, wo ist der Mauszeiger. Das wird, wenn Sie eine große Karte haben, wird das dann irgendwann kompliziert. Wo wir auch Mathe benutzen, ist bei der ganzen Computergrafik. Wir projizieren Dinge, wir zeichnen Dinge, wir machen aus geraden Linien Sachen, die Pixel entlang laufen und damit auf einem Bildschirm darstellbar werden. Wir haben Algorithmen zur schnellen Suche, damit wir nach einer Sekunde unsere Resultate haben. Und wichtig ist natürlich, kann ich dem glauben, was ich sehe, und dann kommt die Statistik ins Spiel. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Antwortzeiten. Es gibt bei Antwortzeiten nach Erfahrung drei wichtige Zeiten, die man sich merken muss. Das ist wunderschön, es sind nur Einser im Spiel und Nuller, das mag der Informatiker gern. Aber es geht also um 0,1 Sekunden, ist so ziemlich das, was man typischerweise als sofort annimmt. Also wenn Sie irgendwas machen und innerhalb von 0,1 Sekunden haben Sie ein Resultat, dann ist Ihr Gefühl, das war sofort da. Wenn Sie eine Sekunde warten müssen, dann sehen Sie das zumeist als noch akzeptabel an. Und nach 10 Sekunden, würde man heute sagen, fangen die Leute an, auf ihr Handy zu schauen, ob sie nicht eine SMS bekommen haben. Das heißt, der Nutzer oder die Nutzerin verliert das Interesse, geht aus dem System raus, von der Konzentration her, und dann haben sie ihn erstmal verloren. Das heißt, was wir machen haben wollen, ist, wir wollen die Query innerhalb von ungefähr einer Sekunde haben und nicht innerhalb von 10. Wir wollen sofort auf Mausbewegungen reagieren und das macht dann den Unterschied im Kopf dessen, der so ein Werkzeug einsetzt, zwischen habe ich dazu Zeit, eine neue Idee zu verfolgen oder fahre ich da einfach mit dem, oder halt, ich habe eine Mausbewegung und habe das Resultat. Ja, wie sorgt man nun dafür, dass man in einer doch ziemlich kompliziert geformten Karte schnell herausfindet, ob ein Punkt, in welchem Kreis ein Punkt liegt? Das macht man typischerweise mit sogenannten Hüllkörpern. Das heißt, zwar ist die Region sehr kompliziert, aber ich kann um jede Region ein Rechteck zeichnen und kann erstmal schauen, in welchen Rechtecken der Punkt liegt. Das ist in dem Fall 3. Und dann kann ich genauer prüfen, ist dieser Punkt in welcher dieser drei Boxen, also in welcher der drei Kreise, die zu diesen drei Boxen gehören, ist nun wirklich der Punkt enthalten. Da kann man dann auch Herausforderungen bekommen, nämlich, dass man viele Hüllkörper hat und sehr, sehr viele Kanten und das wird dann irgendwann zu langsam, um einfach alles durchzugucken. Und für so etwas sind sogenannte räumliche Indexstrukturen gut. Eine einfache, die ich Ihnen zeigen kann, sind die sogenannten Segmentbäume. Das heißt, anstatt Segmente zu speichern als eine Liste von Anfangspunkt und Endpunkt, sortieren Sie diese Segmente, Liniensegmente, ein in einen Baum, wobei die Sache
so verteilt wird auf den Baum, dass ich beim Durchgucken, wenn ich, also jeder dieser Knoten hier ist zuständig. Sehen Sie den Mauszeiger, wenn ich ihn bewege? Anyway, also jeder dieser Knoten hier ist zuständig für ein Intervall. Wenn das Intervall, für das dieser Knoten zuständig ist, komplett in einem Segment liegt, dann trage ich dieses Segment an diesem Knoten ein. Wieso macht man das so? Auf diese Weise kann man dafür sorgen, dass wenn man von der Wurzel zu einem Blatt geht, das zu einem Punkt auf der X-Achse gehört, den ich suche, dann muss ich jeden Knoten höchstens einmal anschauen. Und ich bin, wenn ich einen Pfad gehe von der Wurzel des Baumes zu einem Blatt, kann ich sagen, die Segmente, die ich auf diesem Pfad getroffen habe, die enthalten diesen Punkt und alle anderen enthalten den nicht. Und wenn Sie jetzt sehr viele Segmente haben, dann ist es zwingend sehr viel schneller, so einen Pfad durchzugehen, als sämtliche Segmente durchzuschauen. Sie haben bei dem einen Mal haben Sie eine lineare Komplexität in der Zahl der Segmente, das heißt, Sie müssen alle Segmente anschauen, und beim anderen nur logarithmisch. Das heißt, wenn Sie jetzt 60.000 Segmente haben, müssten Sie beim einen Mal 16 Knoten anschauen und beim anderen Mal 60.000 Segmente. Also es ist eine immense Ersparnis und damit ist man dann sehr viel schneller unterwegs. Ich sagte am Anfang, der Operations Explorer versucht, Zahlen in ein Bauchgefühl umzusetzen. Kommen wir mehr zu der Visualisierung. Ein Teil dessen, was wir versuchen zu verbessern, ist, dass wir Daten zwar korrekt darstellen, aber ab und zu irreführend. Schauen Sie sich jetzt mal diese beiden Kreise an. Ich habe einen großen Kreis, einen kleinen Kreis. Und diejenigen unter Ihnen, die super fit sind in Geografie, haben gesehen, dass das hier die Stadt Darmstadt ist und das hier der Vogelsbergkreis. Und obwohl der Kreis größer ist, enthält er weniger Leute als die Stadt Darmstadt. Und das gibt halt natürlich, Sie haben, wenn Sie sich die Karte anschauen, dann haben Sie einen großen hellen Fleck und da einen kleinen dunklen Fleck und sehen nicht, dass der kleine dunkle Fleck wichtiger ist als der große helle. Das versuchen wir einerseits dadurch zu heilen, dass wir halt, wie schon gesagt, Informationen über Landkreise unter Mauszeiger anzeigen. Das kann man immer hier rechts oben nachgucken, aber andererseits haben Sie immer noch das Bauchgefühl, was Sie bekommen, wenn Sie auf die Karte gucken. Und für so etwas gibt es sogenannte Kartogramme. Das sind Karten, die verzerrt sind nach der Wichtigkeit der Regionen. Also was wir in näherer Zeit machen werden, ist, dass wir einfach so einen entsprechenden Algorithmus anwenden auf unsere Karte und schauen, ob man am Ende damit besser sehen kann. Ähnlich ist es mit den Farben. Die Farben werden zugeordnet nach relativen Häufigkeiten. Das heißt, wenn eine Krankheit im Ganzen selber selten ist in Deutschland, dann wird dunkelrot etwas anderes heißen, als wenn die Krankheit relativ häufig ist. Das kann irreführend sein, wenn Sie erstmal eine Karte angeguckt haben, wo alles rechts oben rot ist. Und beim nächsten Mal ist alles links unten rot, dann wissen Sie nicht, welches wichtig ist. Und dafür haben wir die Möglichkeit, einfach und schlicht Karten zu vergleichen. Und zwar so zu vergleichen, dass wirklich die Farben das Gleiche heißen auf den beiden Seiten. Ja? Also hier, das ist eine relativ seltene Erkrankung, das ist eine relativ häufige. Und wir sehen, und das können wir gleich auf einen Blick feststellen. Ja, zusammenfassend ging es also um die visuelle Aufbereitung von Daten über Diagnosen. Wir wollen von Zahlen zum Eindruck kommen und haben damit mit dem Operations Explorer ein intuitives Werkzeug. Das wird zurzeit intensiv von Journalisten genutzt
und ist ein Ideengenerator für die Berichterstattung. Also das heißt, was ich mit Ideengenerator ausdrücken möchte, ist, es gibt viele Varianten. Ich habe Ihnen jetzt zwei gezeigt, aber es gibt viele Varianten, wie eine visuelle Aufbereitung irreführend sein kann. Und bevor man jetzt dann wirklich Schlüsse zieht, muss man sich anschauen, sind die Zahlen groß genug, um große Schlüsse draus zu ziehen. Eventuell könnten unterschiedliche Zahlen an unterschiedlichen Meldevorschriften liegen und so weiter und so fort. Das wird dann von Leuten, die journalistisch damit arbeiten, gemacht, aber die Ideen werden halt aus der Karte generiert. Ich habe ein bisschen was gezeigt über algorithmische Voraussetzungen und auch so Stolpersteine gezeigt und mögliche Lösungswege. Das Ganze ist natürlich nicht allein gemacht, sondern in der Gemeinschaft gemacht. Insbesondere habe ich zu danken Volker Stollorz für die Idee, für den Anwendungsfall und die Begleitung des Projektes, das jetzt schon im Ganzen fast 5 Jahre läuft. Und ich habe zu danken Mike Bitkowski, der einen Großteil der Implementierung gemacht hat, und Andreas Weidemann. Und dem HITZ, das das Ganze ermöglicht, und der Robert-Bosch-Stiftung und der Längengrad-Filmproduktion für Unterstützung des Projektes. Das war's dann von meiner Seite. Ich hätte gerne Fragen und danke für die Aufmerksamkeit.